Gegen Kiel habe ich mir sofort gedacht, das wird ein riesenschweres Spiel. Weil die Kieler haben sehr gut angefangen und die sind unbequem. Und unbequeme Mannschaften, sagen wir, liegen aber nicht ganz so gut. Gegen eine spielerische Truppe wie Nürnberg, wie vielleicht auch Kaiserslautern das ist, das liegt aber. Das liegt aber, weil in Aue ist immer noch das kämpferische Mittel mit hinten drin. Also wenn Aue das verliert, das kämpferische, das was auch früher das heimische, das kämpferische war, wenn sie das verlieren, mit fußballerischen Mitteln alleine, werden sie es nicht schaffen. Also fußballerisch und der Zusammenhalt, da ist mir auch ganz, ganz wichtig, was du auch so siehst. Union Berlin. Union Berlin, ach, das waren früher in der Wuhlheide, das waren richtig schöne Spiele, weil die Wuhlheide immer schön gefüllt war. Das Union-Publikum, das hat auch viel Spaß gemacht. Das waren immer schöne Spiele. Ich denke, Union ist dieses Jahr nicht ganz so die Mannschaft, wie sie das Jahr zuvor war. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass sie dieses Jahr im Aufstieg mitspielen wollen. Aber es zeichnet sich zurzeit ab, dass sie nicht ganz so in der Verfassung sind, wie sie früher so waren. Und gegen Aue, ich denke schon, dass das ein Spiel ist, was zu Hause Aue gewinnt. Berlin ist die spielerische Mannschaft, die Fußball spielen will, die beim kämpferischen Sommer so, ich denke, so ein Lebensbild zurückziehen werden. Und da denke ich, es wird für Aue schon eine 2-1 werden. Das kann ich nicht sagen, weil ich noch ein bisschen abergläubisch gewesen bin, Ich bin jetzt lange nicht zu Aue gegangen, wie schon gesagt. Das letzte Spiel war, da hat sich Martin Mennel verletzt. Gestern genau vor einem Jahr. Ich war früher als Fußballer auch ein bisschen arbeitsläubig. Viele Kollegen haben zu gesagt, Locke, komm, geh wieder mit. Und ich sage, nee, die haben jetzt gewonnen, ich gehe da nicht wieder mit. Sonst sagt ihr dann wieder, ich wäre dran schuld, wenn sie verlieren. Deshalb habe ich mich das Lebensbild zurückgehalten. Ich bin auch ein bisschen arbeitsläubig und so allem drum und dran. Aber jetzt, dadurch, dass sie gegen Kiel zu Hause verloren haben, ist die Chance wieder da, wieder hochzugehen.